Das gut. So, nach langer Zeit wieder mal. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Ich habe heute, man kann auch sagen, die Ehre, das Pech für den Tisch zu haben, denn die Ehre, wenn man einen solchen Instrument spielen kann, ist doch toller. Also ich begrüße Sie auf das Herzlichste, auch die Herrschaften oben im Gepäcknetz, darf ich ganz herzlich begrüßen. Und ich fange mein Programm an, ich rede heute nicht viel, denn ich habe nur eine beschränkte Zeit. Und möchte Ihnen in dieser kurzen Zeit natürlich die Orgel von verschiedenen Seiten zeigen. Und ich fange an mit etwas Halbklatsch. Ich fange an mit etwas Altem, also etwas Halbaltem. Und es ist eine Komposition von Henry Mancini und nennt sich Strings on Fire. Und ich hoffe, Sie geben mir jetzt so einen richtig guten Mutapplaus, dass ich da richtig reinkomme. Ich werde es Ihnen zurückzahlen, ganz bestimmt. Okay, danke sehr. So, liebe Freunde, jetzt ist das Schlimmste überstanden. Mit dem nächsten gehen wir jetzt eine ganz andere Geschichte ein. Wir gehen in die Welt des Films. Und zwar gibt es einen ganz, ganz bekannten, berühmten italienischen Filmkomponisten, Ennio Morricone. Der hat für viele berühmte Filme die Musik geschrieben. Spielen wir das Lied vom Tod, kennen Sie ja. Dann unter anderem der Gute, der Badle und der Gute, der Schlechte, Gute und Gute, ganz Gute. So, und dann hat er eine unvergessliche Melodie, das geht unter die Haut. Und so geht es mir auch, wenn ich das spiele hier, es geht mir unter die Haut. Mit einer sagenhaften Frauenstimme, Once Upon a Time in the West. So, und die Roland Atelier, die hat ganz, ganz spezielle und ganz, ganz tolle Stimmen. Skate Girl, man kann also jazzen damit, man kann Manhattan Transfer, alles machen.
und hat sogar eine eigene Rubrik, die andere Orte als Strings Section haben oder Piano Percussion Section, Synthesizer Section, hat die Atelier eine extra Gruppe mit sogenannten Human Voices, also menschliche Stimmen. Und was wir jetzt hören, Once Upon a Time in the West. Thank you.
Ja, Irland, soll ich das was sagen? Aber hier ist das nicht möglich. Ihr seid so, wirklich, ihr stellt mich so auf mit einem Applaus. Gell? Sie können mich verstehen, dass ich gerne diese Rolle spiele. Das ist echt toll. So, jetzt wird es ein bisschen wacher, das Ganze. Und zwar geht es jetzt ein bisschen in Richtung Big Band und Jazz. Und wenn ich natürlich Jazz sage, meine ich auch Orgel. Und natürlich hat auch die Atelier, das werden Sie nachher hören, die Barbara an der VK 88 und selbst die Atelier ist erworben mit unheimlich tierisch guten Orgel Sounds. Und da hören wir jetzt einen ganz, ganz schnellen Titel. Er ist so schnell, ich habe vergessen, wie er heißt. Einfach gut. The Tempo of the Song, because it's so a fast song. Genau. So, und dann bitte ich Sie, ist das möglich, dass Sie dann mitklatschen, so wie im Jazzkonzert, gell? Und zwar nicht wie die Holländer auf 1 und 3, sondern auf 2 und 4. Genau, wir üben das mal. Ich zähle mal ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Boah, super! Ja, gut, es gab schon 20 Leute. Die anderen sind aber mit einzeln, oder? Okay. Und mal das Ganze jetzt, um mal zu helfen, es gibt Leute, die klatschen dann immer für 1 und 1 und 2 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn Sie das machen, dann ist ganz einfach. Dann zählen Sie einmal auf 5, dann sind Sie wieder drin. Okay? Das geht dann so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Das ist wie Militär, wo sie dann einmal so den Spitzer machen. Okay. Also, Swinging Organ. Thank you.
So, liebe Freunde, ich komme jetzt zu meinem letzten Titel. Mehr konnte ich in der kurzen Zeit auch nicht einstudieren. Ich hatte das jetzt vor 14 Tagen zu Hause. Es kommt aber wieder zurück nachher zu dir und dann werde ich weitermachen und dann hören wir uns sicher bei der nächsten Gelegenheit. So, und jetzt zum Abschluss noch eine Steigerung. Wir haben mit Halbklassik angefangen, dann gab es viel Musik. Jetzt haben wir Jazz und Bebop gehört und jetzt möchte ich Ihnen auch noch zeigen, wie Elmar Wunsch so schön und trefflich gesagt hat, es ist ein Instrument, nicht nur für Leute jenseits der 80, die Strangulierte in der Nacht spielen, Strangers in the Night, Entschuldigung, oder so Operetten so zum 1. Mai, da gibt es doch diese Schutzpatronin am 1. Mai und da spielt man meistens etwas. Das ist dann die Maienfeier. Spielt man etwas als Maienfeier? So. Haben Sie es mitgekriegt? So. So. Und ich wollte natürlich, ich wäre noch so jung, ich bin sicher musikalisch jung geblieben, aber wäre natürlich trotzdem toll, wenn es der Körper auch wäre. Aber ich werde dieses Jahr 60 Jahre alt, darf man ruhig mal sagen. Und ich bin aber immer noch ein Fan von R&B, sogar die ganz modernen Musikrichtungen faszinieren mich. Und eine Gruppe aus den Staaten sind super Kerle, sind zu viert, singen sie vorne in weißen Anzügen, haben obertolle Stimmen, Entschuldigung, und eine obersatte Band im Hintergrund. Es sind drei Namen, das sind eigentlich die Urelemente dieser Welt. Earth, Wind and Fire, genau. Und so ein Mittel hören wir jetzt. Und ich muss das jetzt schnell einstellen. Normalerweise kann ich das auch währenddem ich hier sitze und einstelle, könnte ich auch Ihnen das so erzählen. Aber ich habe heute einfach Wert darauf gelegt, dass ich zu Ihnen spreche, indem ich Ihnen nicht meine schönste Seite blende. So, und wir machen jetzt ein Medley zum Abschluss mit Earth, Wind & Fire. Und da dürfen Sie dann, wenn Sie wollen, im Mittelteil, wenn Fantasy kommt, dürfen Sie Ihre Kerzen oder Feuer anzünden, herausnehmen und so machen. Nee, ja. Diejenigen, die vielleicht am Abend nicht mehr geduscht haben, machen das ein bisschen diskreter. Ja, ja. Und wir wollen jetzt gucken, ob Sie auch noch so jung geblieben sind und genauso losbrüllen können, wenn diese Kerle da auf die Bühne kommen, nämlich eben Earth, Wind and Fire. So, jetzt müsste das eigentlich bereit sein. Genau, so. Und jetzt will ich von Ihnen wirklich Live-Stimmung hören. So, ladies and gentlemen, please! Give a big hand for the elements of the universe!